jetzt hier Eis. Das sieht hier irgendwie alles leer gefrühstückt aus. Gibt es hier echt keine Skalk-Sensoren mehr? Also wir brauchen Minimum noch einen zweiten. Damit wir zwei Feeding Stations betreiben können. Alter. Top. Dann haben wir schon mal zwei. Wo haben wir sie denn? Wie viel hat die denn hergestellt? Mm-mm. Glowing.
So. Dann haben wir die Glowing Bee. Oh ja. Ordentlich. Obsidian-Bienen, die werden jetzt nach und nach verarbeitet. Und guten Abend. Okay. Wie viel hast du angesetzt? Nabend. Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch mitnehmen. Oh Gott, ist das beneidenswert. Nice. Ja, wenn ein bestimmtes T-Shirt geliefert wird, werde ich nochmal eine Runde Palworld spielen. Das, da freue ich mich schon drauf. Was brauchen wir denn hier für Diamond Bee Ender und Lapis? Also
Dafür brauchen wir Diamond. Lapis. Blue Bandit habe ich. Redstone. Glowing und Chocolate Mining Bee. Okay. Also. Chocolate. Habe ich. Glowing. Cage. So, einmal für euch. Und mit Lava sieht das nicht ganz so geil aus. Das mit Lava sieht echt nicht gut aus. Größer sah das echt bescheuert aus, sage ich dir. Ja. Aber so finde ich die eigentlich voll in Ordnung. Ja, ne? Das ist echt schwer, vor allem da das irgendwie überhaupt nicht rund hinkriege. Weil es leider keine runden Frames gibt. Man könnte das so, so.
Und wenn man jetzt... So. Glow. Red. Orange. Oder so ein rundes Auge. Und mit dem Schwarz da in der Mitte weiß ich auch nicht. Aber jetzt den einen unbeleuchteten Block in der Mitte als Pupille? Okay, muss eindeutig höher.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob das noch ein Ticken weiter nach hier oben muss. Hier irgendwie hin. Hilfe. Ja, das sieht besser aus. Oh ja, das sieht bedeutend geiler aus. Nice. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.
Nice. Sieht ein bisschen wahnsinnig aus, aber... Ja. Ups. Oh ja. Okay, damit haben wir jetzt die Skulk Bean und Redstone. Oh. Sim. Ortsweise.
So. Oh Gott. Wie viele Eierbecher hast du mittlerweile? Alter Schwede. Gott. Kacke. Oh. Ah, da.
So. So dark.
Hä? So. Dann haben wir das auch mal fertig. Ups.
Okay. Dann haben wir auch die letzte Lapis Bee. Nice. Dann mal Okkultismus.